Hallo, liebe KiCad-Nutzer. So, ich habe jetzt diesen Fehler, der beim Git-Pull aufgetreten ist, welchen ich ja im vorgehenden Video beschrieben hatte, wieder zurechtgebogen, indem ich Folgendes gemacht habe. Fehler sind jetzt erstmal wieder weg. Ich bin also in meinen KiCad 5 GitHub-Ordner gewechselt, habe hier die alte Version dieses KiCad-Footprint-Ordners, dem ich von GitHub geklont hatte, mal umbenannt. Hier sind also diese fehlerhaften Versionen drin, die dann zu dieser Fehlermeldung führten. Und bin dann auf die GitHub-Seite gewechselt, hier, und habe in dieser GitHub-Seite den Klon-Link oder diesen Git-Link heruntergeladen, über hier über in die Zwischenlage Ablage einfügen und habe dann einfach hier im auf der Konsole in meinem KiCad 5 GitHub-Ordner einfach mal Git-Klon mit dem entsprechenden Befehl hier da oder mit dem entsprechenden Link dahinter ausgeführt, also diesen Befehl ausgeführt. Dann zieht er sich nochmal alle Dateien herunter. Das sind diese alten Versionen und ihr seht ja hier, dass dieses Repository geschlossen wurde. Es gibt also keine Updates mehr. Damit ist zumindest die Fehlermeldung weg. Was ich mich jetzt hier ein bisschen frage, ist, wo er sich diese neueren Versionen mit Git Pull herzieht. Wie gesagt, ich bin aber auch nicht der Git-Experte. Ich bin froh, wenn das hier mit diesen Befehlen funktioniert. So könnt ihr zumindest, sollten diese Fehlermeldungen oder diese fehlerhaften Libraries bei euch auch geladen worden sein, könnt ihr zumindest hier mal damit diese Geschichte wieder bereinigen. Ja, nun bleibt es abzuwarten. Ich hoffe, dass sich diese ganze Sache dann eh bald als obsolet erklärt, wenn dann die Version 6 auf den Markt kommt. So, das als kleiner Nachtrag zum vorangegangenen Video. In diesem Sinne, schönes Wochenende und